Name für die Zuschauer. Nein! Die sind ihnen abgefallen. Kommt da noch eine Karotte raus? Ich brauche was zu essen. Essen. Essen haben So. wir noch genug. Ja, ich weiß. Melonen, So, damit die Karotten. Leute sehen, wie es funktioniert, ja, man legt das rein, was passiert. Backende Ah, Kartoffeln haben hellgrauer wir. Farbstoff. Ja, Tatsache. Okay, easy going. Ja, und wie geht er? Du machst einfach bei dem Grauen nochmal Knochenmehl, dann ist es hellgrau. Okay. Total Wasser. easy. Okay. So, leider wird das noch etwas dauern. Wir brauchen hier ein wenig Holz. Ich tue einfach mal hier ein paar Setzlinge pflanzen. Blablabla. Auch das da drüben gefällt mir leider nicht mehr. Ja, klar, wir müssen hier nicht den Schönheitswettbewerb gewinnen, aber dennoch sollten wir hier ein bisschen hier was Schönes haben. So, das Problem ist, wenn wir das hier, ich hoffe, das ist hell genug, dass da nichts spawnt. Ich habe hier eine Fackel. So, es wird dunkel. Dunkel, dunkel ist gut, denn die Dunkelheit bedeutet Endermans und Endermans bedeuten Enderperlen, die wir hier noch für eine Aufgabe benötigen, nämlich Punkt 21 sammelt 10 Enderperlen. Wie gesagt, wir haben hier leider 7 erst. Und auch in den anderen Truhen ist leider nichts zu finden. Deswegen denke ich mal, benötigen wir hier das Ganze. So, das machen wir hier mal. Jetzt verrottete Fleisch machen wir hier in unsere Mülltonne. Oh, es ist einfach so schön geworden. Man kann auch das Ganze reinziehen, aber nein, ich will es natürlich runterspucken. So, weil es so schön ist, machen wir die 28 hier mal komplett. So. Erstmal hier die Kartoffeln, backen Kartoffeln. Die bringen natürlich schon mehr als die Melonen. Ja, auf jeden Fall. Ah, das ist ganz Ah. schwarz, okay. Jetzt verstehe ich, das ist eine schwarz, das andere ist weiß. Wenn du diese Balls dazu machst, mal guck, wenn ich den hier mache, der ist dann weiß. Pass auf, guck. Okay. Silvester, Prost, Neujahr. Achso, ist schon lange vorbei, aber egal. Ja, okay, lange ist es auch nicht vorbei, weil irgendwie in Japan wird ja erst später gefeiert, gell? Irgendwann im Januar oder sowas, gell? Kann das sein? Oder irgendwo war das doch, oder in Amerika? Bin nicht so. Ich weiß Bin es auch nicht. relativ scheißegal. Ja klar, es wird teilweise wird das zeitverschoben gefeiert aus dem Grund wegen der Zeit. Zeitverschiebung, Ja, ja. Also ich richtig. weiß, irgendwie wird es nochmal bauen, dass da irgendwas mit dem 7. Januar aber erst nochmal irgendwo was gefeiert oder so, kann ich in Erinnerung. Das ist Irgendwas habe ich in vielleicht ein Erinnerung. anderes Fest. Ich weiß es doch nicht. Das ist das Svenianische Fest. Ja, alles ist möglich. Möglich. Alles ist möglich. Juhu! Ah, So, Pulver. ja, wo seid ihr denn, ihr Endermans? Wo seid ihr denn? Da kommt nichts. Enderman hat heute keine Lust. Vielleicht müssen wir die Plattform etwas größer machen. Ah, und was treffe ich von hier? Zack, den Creeper. Ah! Boah! Warum schießt er mich einfach, der Sack, ey? Der ist echt so ein kleiner Pisskopf da hinten. Oh, der hat sogar getroffen. Ja. Guck mal das Skelett an da vorne. Komm, weg ist das. Guck mal die Spinne an. Ja. Das wäre eigentlich auch mal ein lustiges Spiel, was wir machen können. Bei Georg vs. Erik im Übrigen. Der Georg muss werden Skelette uns. runterschießen. Der Georg und ich werden uns diese Woche treffen für die Bestrafung. Denn ich Oh. werde leider bestraft, falls ihr euch noch entsinnen könnt. Wir haben es leider etwas lange Oh. hinausgezögert.
Ja, das wäre vielleicht auch mal ein lustiges Minigame. Oder falls ihr selber draußen eine Minigame gebastelt habt oder ein Minigame hier für den PC, lasst es uns zukommen. Wir werden dann auf jeden Fall dann eure Map quasi dann spielen in der Challenge Georg vs. Erik. Wir werden uns auf jeden Fall freuen. Ihr könnt das Ganze gerne, wie gesagt, irgendwo uploaden und uns zur Verfügung stellen. Wir werden es dann natürlich auch A spielen, vorstellen und euch natürlich erwähnen. Ah, jetzt habe ich wieder so viel geredet in kurzer Zeit. Und wenig Sinn dahinter, aber okay. Weniges Sinn, hallo? Ja, musste mal sein. Irgendwie. Oh, ab. Boah, der hat sogar Bing gemacht. So, boah. Also es backt sich immer noch komplett da durch. Viele Sachen. Ah, wie schlecht, Sven, wie schlecht. Ich bin halt der schnelle Erik. Ah, Gott sei Dank sind meine Sachen nicht so runtergefallen. Meine ganzen Pfeile, ey. Ey. Hör auf. Ja, Endermans, wo seid ihr? Wir werden auf jeden Fall die Plattform erweitern müssen. Ah, da hinten ist einer! Ja, wo ist der hin? Da, der ist nur dunkel. Bist du bereit? Na komm doch her, hier rüber zu uns. Komm. Hallo? Ich aufs Maul. Gib ihm. Oh, wo bist du? Wohin? Oh, das hasse ich. Dass ich so dumm irgendwo hinportet und dann wahrscheinlich runterfällt. Mann, ist das eine Muschi? Was ein Spack-Kackspaten, Hammer hat der Kackspaten. Ey, jetzt regt mich jetzt aber echt auf. Der war fast down gewesen. So, Creeper ist weg, das Skelett da hinten. Creeper nochmal. Skelett nochmal. Ah, das Skelett muss ich ein bisschen höher treffen. Schuh. Sven, seiner geht natürlich direkt daneben. Ich habe ja auch nicht gezielt. Hey, wer Kinds schießt denn da schon Kindsköpfe. wieder auf mich? La 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 la. Ja, es ist keine Ahnung. Es spawnen im Moment keine Endermans. Beziehungsweise, wenn sie spawnen, haben sie keine Ahnung. Haben sie keine Rochonis. Ah, da ist er doch. Wo? Da unten. Bei uns der Falle. Ich gehe runter. Ja. Boah, da muss man aufpassen, nicht, dass er runterfliegt. Oh. Hussein? Weg ist. Der ist hier oben, der hat einen Kaktus geklaut, der Arsch. Nein! Der wieder da drüben. Komm her. Nein! Nein, der fliegt da runter. Nichts machen! Oh, das war jetzt aber nicht fair. Das ist schlecht. Da fest, ey. Da muss ich dem Enderman helfen, dass er uns angreifen kann. Und natürlich nichts getroffen. Super.
Aber ich den seinen ganzen Schund einstecken schon wieder. Ja, ich benutze halt die Mülltonne. Der hat sogar die Raketen einfach so gebastelt, ey, ohne irgendwelche Effekte. Du hast scheiß Raketen gebastelt. Da ist nur Enderman. Oh, die sind doch so blöd. Oh, drauf. Wo ist er? Weg. Hey. Boah, bei der Mobfalle ist ein extrem viel. Wir müssen mal hier in der Hört ihn Zaun. aber noch. Ah, der ist er doch. Der ist hinter dir. Sag doch, Scheiße. Komm her, du dummer Enderman, Da ist er hallo. auf der Platte. Boah, der ist im Haus irgendwo. Ja, ne? Drecksvieh. Der ist gestorben, hat immer noch das Geräusch von uns zum Teleportieren da. Ja, der hat wahrscheinlich die Perle wegteleportiert, ey. Es ist nervig. Es ist echt nervig. Das Problem ist, da unten sind auch Creeper. Ich habe keine Pfeile. Bei unserer Mobfalle. Gib mir mal ein paar Pfeile, bitte. Hier. Einer rechts, oder? Je, wie der Sven sich selber in den Kopf schießt. Geil, gell? Guck mal so, zack. Jetzt hopp. Okay, dem Sven ist anscheinend sehr langweilig. Ja, komm, beweg dich. Spinne wird sterben. Bam, hast du gesehen? Ah, was ein Schuss eben von mir. Ah, ich würde gerne wissen, warum die da durchkommen. Müssen eigentlich auch direkt hier irgendwie so eine Mülltonne basteln. Gar nicht genug Holz, gell? Kann das sein? Nee. Bescheid. Brauchen wir eigentlich noch Tintenfische? Ja, klar. Wie viel brauchen wir denn? Viel. Wir brauchen, ich habe einen. Wir haben sechs Farbe, das heißt 13. Hab 10 Tintensäcke. Ich sag das doch. Da gib mir her, damit die Leute sehen, dass ich es dann crafte. Grau brauchen wir das. Yep, graue Farbe. Yuki, yuki, yuki. So, 20. Ja, hättest du die ganze Zeit was sagen können. Ja, gut, ne? Ne, halt so. Ah, cool, für hellgraue, das ist ja cool, da braucht man gar nicht so viel graue. Wir haben gar nicht so viel gebraucht. Wir Ja, hätten gar brauchst du nicht so nicht. viel gebraucht. Ah, ich Weil da brauche. kommt mehr raus Hast du als noch nur. Wolle? Noch mehr Wolle habe ich doch da in der Truhe jede Menge. Okay. Jetzt hast du mein Wollding aufgenommen. Hier sind 30 Wolle drin. Boah. Direkt neben der Farbe. Ah ja. Ah ja. So. 10 hellgrauer. Machen wir einfach 15. So, dann machen wir das hier rein. Die 10 nehmen wir raus, weil die brauchen wir nicht. Yep. Zack, also ihr könnt sehen, ey, wir haben einmal hellgraue, einmal graue und einmal schwarze Wolle. Schwipp, schwipp, schwipp. Wupp. Wuh. Das heißt, wir brauchen nur noch die drei Enderperlen. Das ist eine Aufgabe. Wir müssen vielleicht die Plattform drüben echt erweitern. Vielleicht sollen wir das mal machen. Ja. Machen wir das, komm, wir machen das schnell, weil jetzt ist gerade der Zeitpunkt eigentlich günstig, weil da nicht so viel auf der Plattform rumwuselt. Ich hab kein Holz. Ich auch nicht. Brauchen wir Holz? Wir brauchen nicht mehr Holz. Was willst du das erweitern? Mit einem hohlen Furz oder was? Mit Wolle. Mit Wolle. Dann fucke die Wolle alles ab oder was?
Hä? Warum soll die Wogge Ja, wenn die abfallen? tagsüber anfangen zu brennen. Ah. Dann brennt nachher die Wolle, oder wie? Ach, was. Ja, nachher brennt das Holz. Das Holz hat auch noch nie gebrannt. Muss länger brennen, damit es brennt. Ah. Bei der Wolle vertraue ich nicht so. Also das ist so Da habe ich dem Sven gerade einen richtigen Konter gegeben. ein Element, dem ich nicht vertrauen würde. Wolle ist ein Element. Ja, du mich auch, fick dich ins Knie. So, 36 Holz habe ich. Dann darfst du die Spinne da töten. Schnee, alles klar. Safety first, oder? Safety first. Natürlich die Spinne. So, uah. Da sind wir Tintenfische drin. Ah, da kommen die Skelette wieder unten durch. Also entweder haben wir oben irgendwo ein Leck oder ist die klitschen echt Nee, durch. die glitschen durch, das ist das Problem, ey. Die glitschen da voll durch, die Schweine. Denkt ihr, ich schaffe den Sprung von hier nach unten? Wir probieren es einfach. Nee, schaff's nicht. Naja, so viel. Oh, ich habe einen Tinsel, brauchen wir nicht mehr. Jetzt ist mein Inventar leer. Das wollte ich eigentlich damit bezwecken. Ah, so. So macht man das. Ja, Ah. das ist die schnelle Taktik. Ja, das ist die Wir brauchen. arianische Taktik oder Also so. richtig, wir brauchen. Ich kann eigentlich die Platte oben wegmachen, oder? Wir hätten eigentlich noch so einen schönen Park anlegen können. Ja, bau am besten noch ein Pavillon und eine Ja, Dachterrasse. guck mal, wie viele Tintenfische da drin sind. Wir brauchen es leider nicht mehr. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass es funktioniert. Ja, ich habe ganz ehrlich, ich habe echt Sorgen gehabt. Das war echt der Punkt. Ich habe zum Sven gemeint, ey Sven, wir müssen die Punkte auslassen. Keine Ahnung. Und dann ist das echt nicht der Punkt, der uns Sorgen macht, sondern das mit den Enderperlen. Das ist eigentlich, ja, lustig, aber irgendwo auch traurig. Ah, diese scheiß Endermänner, Ja, aber ihr habt sie gesehen, der war fast down und dann zack, weg war er. Und wenn er stirbt, dann droppt der komischerweise nicht immer hundertprozentig, obwohl die Perlen davor eigentlich jedes Mal getroppt sind. Ja, eigentlich hätten wir auch 8 Perlen, aber es gab jemanden, der hieß Sven und der meinte, was macht die Endeperle eigentlich, wenn ich die benutze? Oh, teleportiert mich! ja, Und ich wollte es mal weg austesten. warst du, ja, test's aus. Hier, wo die Ressourcen knapp sind, dann verschwende, gönn Wir haben ja dir. noch ein paar Enderperlen, oder? Gönn dir. Sind aber leicht zu kriegen. Also Ja. ich probiere es nochmal aus mit der Enderperle. Ja, genau. Gönn dir einfach. So. Ja, im Übrigen, Skyblock ist, kann man natürlich alleine spielen, macht aber auch nur halb so viel Spaß. Also, falls ihr Leute habt, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, was heißt zu empfehlen? Aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß und es erspart natürlich auch in vielen Positionen quasi hier die Arbeit. Die könnt ihr natürlich aufteilen von den Ja, so wie einzelnen. da, wie so Steine hauen, gell? Ist ja klar. Richtig, genau. Ihr habt mich immer sehr oft, also Sven, Erik holt Steine. Ich so, okay, Sven, ich habe ja schon so viele geholt. Und er so, ihr holt Steine. Okay. Nee, wie gesagt, ihr könnt die Arbeit aufteilen. Der eine kann Holz, der andere kann die Steine besorgen. Das macht auf jeden Fall dann A, viel mehr Spaß und B, ist die Arbeit dadurch geteilt. Ihr könnt es natürlich auch zu dritt oder zu viert machen. Man kann natürlich die Quelle, die wir da haben, in den Stein natürlich so bauen, dass natürlich 4 Positionen da sind. Ob das dann Sinn macht oder nicht, das ist dann natürlich dann, ja, eure quasi Frage. Frage. Das war jetzt irgendwie komisch, der Satz, der Sinn irgendwie auch, aber ihr wisst, was ich meine. Es Nur gibt auch das noch andere zählt. Bauweisen, das zu machen, aber Richtig, genau. Es gibt halt drei oder vier.
Aber es macht teilweise Man nicht so kann viel es sich auch Sinn. einfacher machen. Man kann die Lava von oben runter fließen lassen und links und rechts das Wasser dann, aber dann ist es, dann sieht es so groß aus. Also ist, dann gefällt es mir auch wieder nicht. Oh, fängt mir auch wieder nicht. Sind mittlerweile so viele Tintenfische da drin, dass sie durchklatschen oder was? Der eine schwimmt gerade in der Luft. Guck dir das doch mal an. Ah, scheiße, jetzt ist er wieder zurück. Da, jetzt schwimmt er wieder in der Luft. Ah, jetzt ist er wieder zurück. Sehe es nicht, aber der Sven, wenn er das sagt, dann wird schon so sein. Wenn du vielleicht kurz Geduld, dann sehen wir das vielleicht wieder. Willst du es jetzt mit Stein ummauern? Nö, ich habe gerade Stein dabei gehabt, deswegen. Ich habe halt kein Holz, deswegen habe ich einfach mal gemacht. Na, jetzt will er nicht mal klatschen hier. Verlockend. Jetzt ist er wieder, jetzt, jetzt ist er wieder zurück. Alter, das Ticket hin her, das Drecksvieh. Ah, du! Oh, hast du ein Lack? Hast du ein Lack? Piskop, Alter. Du bist Ich ja ein hab's dir ein Lack! Piskop. Mann, ey, Ey! was ein Piskop, ey. Ah, der schwimmt ja in der Luft. Ich kriege auch Schaden mittlerweile. Hier werden gleich die Monster spawnen. Nein, werden sie nicht. Ja, zumindest weiter hinten werden schon welche spawnen. Da kommen schon die ersten. Wie schnell er sich umdreht. Guck mal, wie er jetzt extra einen Doppelweg bauen will, der Fischkopf. Ja. Drecksack, will er sich extra hier fünffache Weg bauen. Jetzt kommen die Monster alle hier rüber. Ja, bau du doch ab. Kein Problem. Ja. Ich mach's bestimmt. Ich stehe traurig nicht mehr. Ja, du bist doch der die Leute runterschmeißt. Aha, alles klar. Ich hab nicht auf dich geschossen. Aber du hattest es vorgehabt. Nee, hatte ich auch nicht. Ja, ja, Ich ja, habe ja. vor mir geschossen und auf die Tintenfische geforscht. Ja, guck Ich dir habe den nicht mal an. mehr, ich hab nicht mal ein Schwert. Wenn jetzt ein Enderman kommt. Ich habe dafür zwei oder drei. Ja, ich habe jetzt auch eins. Danke. Ja, das ist aber jetzt echt blöd. Oh, das ist sehr blöd. Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Naja. Ah, so geht das. Ja, die schießen aber auch zurück, hä? Ja. Ja, die Endermans. Wo sind sie? Die lassen sich heute ein bisschen Zeit. Haben gemeint, ach komm, der Erik braucht noch ein bisschen was zum Aufnehmen. Ja, richtig. Ja, bin ich auch der Meinung. Ich denke, wir nehmen hier noch mal ein paar Enderperlen und teleportieren uns dann durch die Gegend. Ja, absolut. Das Skelett ballert da oben auf dich gemütlich. Und Oh, das ist ein aua. Creeper bei der Falle. Oh, ey, sag mal, das ist ja hier lebensmüde, die Mob-Falle. Hör auf. Ich wollte auf den Creeper schießen, Mann. Den hast du aber zu schnell gekillt. Aha. Ah ja, 500 Endermans sind da drüben, ist ja klar.
man das? Achso, weil ich habe Hat keinen er sich jetzt Bogen. extra einen Bogen geholt oder was? Ich habe keinen. Ja. Hä, was willst denn du von mir? Das warst hundertprozentig du, ey. Alles klar. Das kann von dahin abknallen, gell? Du Ja, Drecksack. war das knapp? Du bist ja ein Drecksack. Ich glaube ganz echt, die können auch Enderman sein. Die sieht man da nur echt absolut schlecht. Ach was, die musst du sehen, ey. Ja, okay, aber nicht mit meinem Skinpack. Jetzt spielen wir mit dem Standard. Selbst schuld. Selbst schuld. Ah, ich habe gerade eine geniale Idee, wie wir das hier erweitern könnten, damit das auch noch schick aussieht, alles. Wieder auch noch Schönheits-OP hier machen. Eieieiei. Hey, der hat ein Schwert in der Hand. Nee, das war ein Knochen. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Ja, komm, ich weiß nicht. Das Problem ist, ich will die Leute auch nicht erst hinhalten. Also, ihr seht, es ist eigentlich kein Problem, die Enderperlen zu besorgen. Ich würde sagen, wir überspringen den Part hier einfach, oder? Weil das wird einfach sonst irgendwie eintönig. Ja, was fehlt denn noch? Es fehlen die drei Enderperlen und es fehlen die Snow Golems. Das ist aber ja kein Problem, diese zu craften. Ja, den Schnee habe ich schon produziert. Den Schnee hast du produziert, genau. Und dann brauchen wir nämlich einfach nur noch die Kürbisköpfe. Dann kannst du mir mal den Schnee geben, an der ist ja drin. Ja, brauchen wir noch mehr. Wie noch mehr? Noch Crazy. 60 Schnee drin Ah, gewesen, mal. brauchen Oder? wir. Ah, ich glaube, wir brauchen leuchtende Kürbiskerne, sage ich Ja, Kürbisse. brauchst leuchtende. Ja, gut, dann brauchen wir Holzkohle. Fackeln. Und am besten machen wir hier einfach ein Territorium aus Schnee, würde ich sagen, oder? Kannst du hier schon mal machen. Vielleicht da, wo. Ah, nee, das Gras, wo die Erde ist. Nee, das Gras ist zu wertvoll, das können wir nicht wegmachen. Da hinten, ne? Wir machen uns einfach hier hin, komm. Ganz da hinten kannst du alles so Schnee bedecken. Ich habe leider keine Spitzhacke, sonst würde ich es machen. Und dann baue ich in der Zeit mal hier. Wo hast du jetzt die Fackeln hin? Habe ich einstecken. Wo hast du die Kürbisse? Habe ich noch 4 Stück einstecken. Jetzt habe ich mir welche geholt. So, ich komme zum Svenny. Sven. Dann kannst du mir mal die Fackeln geben, bitte. Oh, das Weiß ist so schön. Ist auf Koks oder was? Hä? Nee. So, mir fehlt noch ein Kürbiskopf. Hä? Das funktioniert immer noch nicht. Was brauchen wir dafür noch? Brauchen wir dafür Stöcke an der Seite? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Was du machst, ey. Ach, was erzähle ich denn? Ja, richtig, genau so. Man macht hier gar nicht mehr eine Workbench. Ist ja noch nicht genug. Das sind übrigens eure Freunde, damit könnt ihr auch Tower Defense machen, in dem Sinne, denn die helfen euch quasi. Die halten die Gegner quasi weg, bewerfen die mit Schnee, slowly in dem Fall, und das ist, denke ich mal, an manchen Ecken nicht schlecht. Und die hinterlassen eine Schneespur, aus dem Grunde haben wir das jetzt aus Schnee gemacht. Das Lustigste ist, man tut da quasi
Ich glaube, du brauchst nicht mehr beleuchtete Kürbislaternen, weil, guck mal, die leuchten ja nicht. So, jetzt geht mal Ja, die. aber die brauchen ein richtiges Gesicht. Wir haben die Kürbisse. Oh nein! Eieieiei. Hast du einen flüchtigen? Brauchst du noch Schnee? Hier, ich hab noch Schnee, gell? Der ist gerade runtergefallen, jetzt durchgeklitscht und weg ist er. Ne, wir haben ja genug. Das, ja, also ihr seht, ich gehe mal drüben, ah, da ist er wieder. Was passiert, wenn ich ihn angreife? Ah, nichts, der droppt Schnee. Ja, man muss